So, der große Umbau. Ach, Edelholz brauche ich. Edel. Glaube ich. Ich brenne. Nee. Boah, das hat ja aber auch krassen Leck. So, oh, dann müssen wir das eben alles in diesem Klamauk so machen hier. Der Kobold erinnert mich immer an Yoda. Der Kopf, die Trophäe. In deine Schuhe gekackt, die Schabe, meinst du? Ja. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. So, schön, da kann das Ding jetzt weg. Hast du meine coolen Dachfenster überhaupt schon gesehen? Ja, nur von außen. Muss ich nochmal genau in Augenschein nehmen, dass so sinnvoll ist. Du bist schon wieder übelst abgehackt. Mann! Warum ist es immer bei euch? Also bei den anderen ist es nicht. Was ist da los mit dem Teamspeak? Ich weiß nicht, immer so zum Ende deines Satzes. Ich weiß nicht, ob du dann leiser wirst, ob dein Mikro dann denkt, ja, das will er nicht mehr. Ich weiß es da auch nicht. Es fehlt immer das Ende. Volume Gate. Das heißt halt Glück. Ja, jetzt auch minus 30 runter. Da gehe ich jetzt noch auf minus 30 runter. Hört er mich gerade doppelt? Keine Ahnung. Oh, da hört man jedes Atmen. Schlimm, machen wir nicht. Brechig, dann. Abschaltverzögerung ist irgendwie aktiviert, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe keine Ahnung. So. Da zieht der Raucher nicht ab, oder? Das müssen wir dann alles über die Mitte machen. Ja, der hängt da in der Mitte. Gleich nochmal schauen, ob das korrekt ist hier. Brandschutzvorschriften. Ja, schön, weil ja auch in deinem Zimmer brennt ja auch noch nichts. Nö, brauche ich ja auch nicht weiter. Meinst du hier, die Kelche reichen schon aus oder was? Ja. Also ich würde bloß noch ein paar normale Wandfackeln hinsetzen, dass ich ein bisschen Licht habe und das war's. Ich kann ja mein Bett schon mal reinstellen. Wie ist dann drin? Weißt du jetzt noch, welches Robin Johnny haben wollte? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Was? Welches Zimmer? Ja. Nicht das dir gegenüber? Ja, ich weiß nicht, welches von den beiden. Also, ob er das gleich rechts hat? Ich meine, er wollte gleich rechts. Weiß ich nicht. Ah, ich nehme jetzt das linke hier. Fertig, komm. Möbel.
direkt das Drachenbett. Nee, das gönne ich mir später. Ich habe keinen Bock, den Kram hier zusammenzusuchen. So, mal angenommen. Die letzte Ecke vom Zimmer. Scheiße. Ups. So. Bett benötigt ein Feuer in der Nähe. Aha. Fuck, wir haben den übelsten Fehler hier hinten drin. Was denn? Ja, der Raum ist in halbem Stein zu breit. Was? Der Raum ist 5,5. Die Steine waren auf der falschen Seite angesetzt. Das ist doch richtig. Nee. Wo siehst du denn 0,5 hier draußen? Also hier drin. Hier habe ich einen ganzen. 2, 3, 4. Ja, ich habe hier 5 und wenn ich das hier oben noch mit habe, habe ich nochmal einen halben. Ehe dann die Wand kommt. Und dann kriege ich hier draußen die scheiß Probleme. Weil dann hängt mich der ganze Giebelbau dort alles in der Wand. Also dann auch in meinem Zimmer. Das stimmt, aber wo willst du den Stein? Kann man nicht woanders hinsetzen. Na klar, in halben rein. Aber dann ist dein Zimmer ja kleiner als unsere. Ja, eins, und da zwei, ist. 2, 3, 4, 5. Ja, weil ihr habt nur an der Außenseite Steine und nicht zwei Seiten Steine. Deswegen bleibt eure so 5, da ist meins halt bloß noch 4,5. Ist mir dann auch Rille. Aber guck mal hier, wo es nur 4 sind, ne? Zu den Seitenwänden, da ist ja der Stein dann auch auf der Außenwand. Ist doch richtig. Jetzt zeigen wir, was genau passiert dann hier hinten. Was sagst du denn jetzt schon weg? Ich hab halt... So ein bisschen. Man sieht doch nichts. So, von außen siehst du nichts, so, aber ich müsste das ganze Konstrukt, was hier vorne dann ist, mit den ganzen Schräg- und Längs- und Querbalken, das hätte ich dann alles hier bei mir hinten im Zimmer, wo es zu meinem zweiten Geschoss hochgeht. Nee, eben nicht. Ja, doch. Weil du setzt es ja auch falsch an, das ist ja das Problem. Nee, ich muss nach dem Ding hier angehen. Nimm doch einfach die Außenseite und das in der Mitte eben nicht. Dann passt das aber oben nicht mehr. Was passt da nicht? Es passt halt dann alles nicht mehr. Dann müssen wir da an der Stelle halt tricksen. Also ich habe das euch von Anfang an mit den Steinen gesagt, dass das blöd ist. Nee, ich hack jetzt einfach hier meine Außenwand nochmal weg. Und setz das alles in halben rein. Dann passt das wieder. Dann habe ich drin genau 5. Guck doch, überleg doch mal jetzt. Du hast eigentlich 5, weil wir hatten ja das. Die Idee war ja eigentlich, dass man innen die Steinwände verkleiden kann und dann hast du 5. Nee, will ich ja nicht. Ja, dann ist kein Wunder, dass du 0,5 hast. Noch einen halben mehr. Und was passt nicht, wenn du das nach außen setzt? Da passt das hier oben mit den Balken nicht mehr. Der Rundbalken? Ja. Dann nehmen wir eben die kleinen anstatt Rundbalken. Nein, dort sollen aber rund. Das sieht doch dann, wenn ich nur die Viereckchen nehme, kann ich so lassen. Das ist doch dann scheiße. Da brauchen sie sowas nicht einbauen, wenn sie nicht nehmen kannst. Was ist das Problem? Jetzt einfach dann hier die Lücke zu lassen? Das wäre doch das kleinere Übel. Komplett. Dann machst du trotzdem hier draußen, baust es dann jetzt alles dran, das Konstrukt, und dann lässt du eben die kleine Lücke, kann man ja zur Not so einen kleinen reinsetzen. Oder lässt es frei. Wenn ich das ganze Konstrukt draußen hinmache, habe ich innen drin 6 Dachflächen. Das heißt, ich muss noch mehr abstützen. Nee, du musst es ja nicht komplett innen auch bauen, nur draußen. Ach, da habe ich aber, wenn ich das andere hier wegmache, habe ich aber wenigstens nicht mehr Wand in Wand.
Das ist jetzt der kleinere Aufwand. Für mich. Einfach die Wand und ein Dachelement hier wegreißen und dann innen drin nochmal und dann neu verkleiden, fertig aus. Und dann habe ich drin genau. Das ist aber total unnötig, weil, wie gesagt, ich würde einfach dann hier an der Außen. Mensch, jetzt hole ich mir meinen Scheißhammer. Wieso ist denn der schon wieder kaputt? Man kann doch nicht erklären, wenn man das so macht. Da fängt er einfach an. Ja. So. Guck, einfach dann das draußen hier so dran setzen. Warum machst du das nicht? Weil mir das jetzt zu... trotzdem zu doof ist. So, und was ist jetzt das Problem, wenn ich jetzt einfach den ganzen Spaß so mache? Der Raum kleiner ist, das... Na und, da ist er halt 4,5 bloß. Im Boden. Aber hier drüben hat's Robin dann auch kleiner. Na und, das ist mir doch mega. Aber dann haben wir hier aber auch schon nicht mehr Wand in Wand. Dann passt das hier auch genau an der Ecke. Geht das genau auf. Ach nee. Scheiß Steine, ey. Ich hab's gesagt. Ach, scheiß Steine. Ja. Find das nicht schön. Und macht nur Ärger. Ja, das muss ja im Prinzip... Das ganze Dach muss ja auch noch mal bis zur Lagerhalle rübergehen, ne? Ja. Das wird auch noch mal lustig. Hatten wir eigentlich jetzt hier... Nein, hat man nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Was hat man nicht? Unter den Kisten die Steine. Jetzt will er da nicht hin. Naja, komm. Geht er da nicht, meine Fresse, da kriegst du manchmal einen Krampf beim Bauen. Aber da hast du trotzdem Wand in Wand noch. Wo bist du denn jetzt? Zu den Seiten raus. Ja, da hab ich dort halt nochmal ein bisschen Wand in Wand. Aber das ist dann trotzdem schon mal wesentlich weniger als jetzt, dass ich in jeder Ecke dreimal Wand in Wand habe. Dass es auch nicht so halbe gibt. Halbbreit. Ja. Wo hatten wir das denn gemacht? Draußen Wand? Genau, ne? Wir sind von innen nach außen gegangen. Ja. Da ist dann eine... Ja, doppelt. Können wir mal schlafen? Ja. Miau.